Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Erklärvideo, in welchem es darum gehen wird, wie Sie die Bilder Ihrer Leistungsträger in Thomas optimal pflegen. Zuerst zeigen wir Ihnen, wie Sie Bilder entfernen oder austauschen können. Im Anschluss daran zeigen wir, wie ein neues Bild eingefügt wird und worauf dabei besonders geachtet werden sollte. Zum Schluss führen wir noch aus, wie man bestimmte Merkmale eines Bildes, wie zum Beispiel den Bildtitel, verändert. Wie Sie sehen können, befinden wir uns im Menüpunkt Leistungsträger. Unter diesem können Sie nun den Leistungsträger suchen, bei dem die Bilder ausgetauscht, neu eingefügt oder verändert werden sollen. Dazu geben Sie wie gewohnt im Eingabefeld Schlagworte, den Namen des Leistungsträgers oder Namensbestandteile ein. Nun starten Sie die Suche. Der Leistungsträger sollte nun erscheinen und kann angeklickt werden. Im Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Bilder auf der Leistungsträgerebene pflegen. Wählen Sie hierfür den Reiter Archiv. In diesem befindet sich im Normalfall der für die Bearbeitung relevante Bildordner. Für den Fall, dass Sie einen neuen Leistungsträger anlegen, erstellen Sie zuerst einen neuen Ordner und versehen diesen mit dem Namen Bilder. Wenn der Ordner bereits erstellt wurde, können Sie in diesem nun alle Fotos sehen, welche dem Leistungsträger zurzeit zugeordnet sind. Die richtige Angabe des Namens und Bildtitels ist in jedem Falle wichtig, da Sie somit die Bilder, welche Sie im Thomas pflegen möchten, schneller finden können. Darauf wird aber noch näher eingegangen, wenn es um die Erstellung eines neuen Fotos geht. Wenn Sie ein Bild löschen oder austauschen wollen, klicken Sie dieses an. Daraufhin werden die Eigenschaften des Bildes im unteren Bereich angezeigt. Um sich das Foto noch einmal anzuschauen, können Sie beispielsweise auf den URL-Link klicken. Für den Fall, dass Sie ein Bild austauschen möchten, muss das ursprüngliche Bild zuerst gelöscht werden, bevor das neue Bild hochgeladen wird. Das Foto wird dazu mit einem Klick auf das Feld Löschen entfernt und ist damit weder in Thomas noch auf anderen Online-Vertriebskanälen zu finden. Wenn Sie das Bild nun durch ein anderes austauschen oder grundsätzlich ein neues Bild einfügen möchten, dann erstellen Sie ein neues Dokument und versehen dieses mit den entsprechenden Eigenschaften. Das Eingabefeld Name entspricht der Bezeichnung für den Eintrag in der Datenbank, wohingegen der externe Name als Bildtitel fungiert, mit dem das Bild beispielsweise in der Online-Buchung angezeigt wird. Bitte versehen Sie diese beiden Felder der Einfachheit und besseren Übersicht halber mit dem gleichen Namen. Es ist wichtig, dass ein passender Bildtitel gewählt wird, der das Foto korrekt beschreibt. Das Bild, welches nun eingefügt wird, zeigt den Wohnraum einer Unterkunft, weshalb dies auch als Name und externer Name eingegeben wird. Als Gruppe wird immer die Kategorie Bilder gewählt, während die Saison außer Acht gelassen werden kann. Der Bildtyp hingegen muss wieder ausgewählt werden. Hierbei gilt es zu beachten, dass es zwei relevante Bildtypen gibt. Das Format Preview verwendet man für das eine Vorschaubild für den Leistungsträger, beispielsweise für die Außenansicht des Gebäudes. Alle anderen Bilder, welche in ausreichender Anzahl vorhanden sein sollten, werden als Typ Gallery abgespeichert. Über das Eingabefeld Neue Datei wird das Bild ausgewählt, welches Sie vorher im Speicherort Ihres PCs abgelegt haben sollten. Nun öffnet sich der Datei-Explorer, über den Sie das gewünschte Bild auswählen. Bei der Auswahl der Bilder gibt es ein paar wichtige Punkte zu beachten, um die Bilder so ansprechend wie möglich darstellen zu lassen. Die Fotos müssen im Dateiformat JPEG oder PNG hochgeladen werden, wobei nur Bilder im Querformat verwendet werden sollten. Um die bestmöglichste Auflösung auf allen Vertriebskanälen garantieren zu können, sollten die Bilder mindestens in einer Größe von 1920 mal 1200 Pixel vorliegen. Bitte achten Sie also darauf, dass die Bilder die Größe von maximal 2,5 MB nicht überschreiten. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass der Dateiname keine Sonderzeichen enthalten darf, also zum Beispiel kein Doppelpunkt oder Copyright-Zeichen. Man sollte zudem darauf achten, dass es keine Wiederholung in den Motiven gibt. Insgesamt empfiehlt es sich, mindestens 10 bis 15 aussagekräftige Bilder auf Thomas hochzuladen, um den Leistungsträger optimal zu präsentieren. Es können auch noch mehr Bilder eingefügt werden. Da gibt es grundsätzlich kein Limit. Es sollten ausschließlich Bilder eingefügt werden, die zum Haus oder zum Grundstück des Leistungsträgers gehören. Allgemeine Landschaftsbilder oder Umgebungsbilder, die nicht unmittelbar mit der Unterkunft zu tun haben, sollten vermieden werden.
Als nächstes sollten Sie den Urheber und den Rechteinhaber eintragen. Der Urheber ist immer der Fotograf des Bildes, wobei der Rechteinhaber die Person oder Institution ist, die dieses Bild nutzt. Das Feld Weitergabe-Nutzungsart beinhaltet die CC-Lizenzen, welche ab sofort angegeben werden können. Die Werte drücken aus, in welchem Umfang die Bilder von Dritten genutzt werden können. Idealerweise ist das Bild mit CC0 gekennzeichnet, was die unbeschränkte Weitergabe der Nutzung an Dritte ermöglicht. Wenn die Nutzungsart nicht bekannt ist, wird diese auch nicht angegeben. Dazu wählen Sie einfach das Leerfeld mit den Strichen aus. Wichtig zu erwähnen ist es noch, dass ein Bild niemals zwei Lizenzen haben kann. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, für was dieses Feld wichtig ist und warum es eingeführt wurde. Es handelt sich hierbei um die allgemeine und standardisierte Kennzeichnung für die Berechtigung, für was und in welchem Umfang ein Bild genutzt werden darf. Aber keine Sorge, eine ausführliche Anleitung für dieses Thema wird es noch geben. Abschließend ist es noch wichtig, die richtige Angabe zur Sortierung der Bildreihenfolge zu setzen. Das Preview-Bild erhält hierbei immer den Wert 1, damit es immer als erstes Bild angezeigt wird. Alle Bilder der Kategorie Gallery werden nun in aufsteigender Reihenfolge festgelegt. Dabei ist auf eine sinnvolle und ansprechende Sortierung zu achten. So sollte als zweites Bild nicht unbedingt das WC-Bild gezeigt werden, sondern vielleicht eher ein Bild vom Eingangsbereich oder vom Wohnbereich. Die Angabe des Wertes in diesem Feld ist besonders wichtig, da die Sortierung ansonsten automatisch auf 0 gesetzt wird, wodurch die Bilder lediglich alphabetisch sortiert werden. Dies kann zu einer unerwünschten und nicht ansprechenden Reihenfolge der Bilder führen. Nun haben Sie alle wichtigen Informationen über das Bild angegeben und können den Vorgang mit Speichern abschließen. Möchten Sie einfach nur den Bildtitel oder eine andere Information verändern, so wählen Sie das entsprechende Bild aus, ändern die Eigenschaft und speichern diese Änderung. Bis jetzt wurde die Bildpflege auf der Leistungsträgerebene besprochen. Doch bitte vergessen Sie nicht, dass das Gleiche auch für die Leistungsebene gilt. Optimalerweise sollten für die einzelnen Leistungen mindestens drei ansprechende Bilder gewählt werden. Und hier können auch gerne mehr verwendet werden. Durch eine regelmäßige Bildpflege auf Thomas erreichen Sie die optimale Präsentation der vorhandenen Bilder für potenzielle Kunden auf allen Online-Vertriebskanälen. Bei weiteren Fragen zum Thema Bildpflege in Thomas steht Ihnen die TMB Tourismus Marketing Brandenburg GmbH gern zur Verfügung.